Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Gothic. Ich will dich hier jetzt mal platt machen. So, den haben wir erwischt. Komm. Komm. Wieso treffe ich die Fleischpflanze jetzt nicht? So, gut, dann haben wir die. Die andere. Da ist wieder eins von diesen Drecksviechern. Okay, die kämpfen jetzt gegen eine Ratte. Speichern wir erstmal. Und so. Komm. Jo, den haben wir. Komm. Nein. Ah. Jo, jetzt haben wir sie. Die haben mich letzte Mal wirklich mit einem schweren Ast besiegt. Und der hat einen Degen. Und hier ist ein Pfeil. Oh, noch ein Bier. Hier sind jede Menge Pfeile. Die haben mich jetzt wirklich ernsthaft mit einem... Okay, hier kommen wir rein. Nice. Hier nochmal ein Heringfisch. Und nochmal 10 Gold. Sonst gibt es hier nichts mehr. So, rostiges Schwert, Fleischwanze. Komm, hau. So, für die Ratte haben wir jetzt leider keine Erfahrung bekommen. So. Nichts zu plündern. Hier, Riesenratte. Können wir jetzt auch nochmal speichern, weil wir die ja jetzt beide besiegt haben. Lief in der letzten Folge nicht so glatt. Ah, hier. So, davon ist auch noch mal einer. So, noch ein Skelett. Was ist das jetzt für ein Knochen eines Skeletts? Wo haben wir die Fackeln? Hier. Ich glaube, es ist keine gute Idee, wenn wir da so durchlaufen. Glück keine gute Idee. Gibt es hier sonst noch was, was wir vielleicht mitnehmen können? Da liegt eine Fleischwanze. Okay, die Fleischwanzen haben wir hier dann erledigt. Die Truhe haben wir geplündert. Ja, die Fackel lassen wir fallen. Was gibt's denn hier noch? Da war doch, glaube ich, ein Ork, oder? Speichere ich noch einmal und dann gehen wir mal da rein. Und gucken, ob wir gegen den Ork ankommen können. Schon, ob wir schon stark genug da sind. Gibt hier keinen Ork mehr? War hier nicht ein Ork? Da. Noch ein Dunkelpilz. Ich meine, hier war doch ein Ork, oder nicht? Vor dem wir mal geflüchtet sind. Weil genau hier auch eine Ork-Axt war, die wir uns geschnappt hatten. Ja gut, dann halt keine Ork-Axt. Kein Ork. Dann gehen wir hier nochmal hoch in Richtung Leuchtturm und schauen uns das mal an, ob wir da schon ankommen gegen die zwei Banditen mit den Bögen. Oh, mir tut auch schon langsam mein Auge weh. So, die waren ja hier. Dann können wir hier auch nochmal ein Safe Game machen. Schauen wir mal, ob
ob das jetzt geht. Jo. Okay. Die sind doch noch ein bisschen stark. Die sind sehr, sehr stark. Kann ich die vielleicht mit einer Armbrust einfach niedermetzeln? Warte mal, wie viele Bolzen haben wir? 5. 6. Nee, den. Klappt ja gut. Hat ja super geklappt. Ich mach dich fertig. Oh. Ja, der erste kommt. Der erste kommt so. Komm, komm. Muss herkommen. Ja. Alter, was? Das hast du verdient, Mistkerl. Hat er mich durch die Wand geboxt? Okay, aber die sind immer noch sehr, sehr stark. Können wir mal gucken, ob hier wieder was Neues gekommen ist? Bei Niklas. Vielleicht hat er auch eine neue Quest jetzt. Ist ja Kapitel 2. Die kann einiges anders sein. So. Schauen wir uns das mal an. Hi Niklas. Nee, Bogen wollen wir nicht. Der hat auch nichts Neues. Hier ist sonst auch nichts mehr. Da oben weiß ich, dass da alles schon gelootet ist. Hier unten auch eigentlich. Aber sind da jetzt vielleicht die Scavenger wieder da? Also die Dodos? Boah, ich wünschte, wir könnten Akrobatik lernen hier. Ich vermisse das mit dem Abrollen. Hier ist auch nichts. Außer die Feuernessel. Jetzt erst spawnen die wieder nach die Kräuter oder. Oder habe ich hier jede Menge einfach nur übersehen gehabt? Würde mich schon interessieren, ob ich die nicht vielleicht einfach nur übersah. Niklas hat nichts. Aber ja, dann können wir jetzt mal eben runter. Beziehungsweise wieder in Richtung Lee gehen. Hier nach rechts, das lohnt sich noch nicht. Da sind die Untoten und so weiter. Die sind mir auch noch ein bisschen zu stark. Beziehungsweise ich weiß es nicht, ob ich jetzt schon stark genug bin gegen die. Aber ich will dafür vorher vielleicht Zweihänder noch mal ein bisschen besser skillen. Fehlt ja auch nicht mehr viel. Weniger als 700, ja? Ne, ein bisschen mehr als 700. Nicht weniger, ein bisschen mehr. So. Mika wollen wir immer noch nicht die 10 Gold geben. Beziehungsweise wir können es mal bei der Brücke versuchen. Wir haben eine bessere Rüstung. Vielleicht sind die nicht so stark wie der eine Dude hier oben. Beziehungsweise die drei Dudes da oben am Leuchtturm. Und hier die Brücke hier oben. Die wäre eine Abkürzung direkt zu Lee und so weiter. Ah, warte mal. Die, wenn wir hier auch unten rum gehen und dann rechts abbiegen, kommen wir auch bei denen an. Ist halt nur, anstatt von vorne, dann kommen wir von hinten. Ist nicht hier irgendwo eine Treppe sein?
Boah, die Treppe, die vergesse ich hier immer. Aber ich. Ah ja, hier bei dem Spiel war das. So, riskieren wir es mal. Armbrust haben wir ja eh jetzt komplett verballert alles. Oder? Nee, haben wir nicht. Armbrust haben wir doch nicht verballert. Stimmt, wir sind ja vorher gestorben. Nee, nicht vorher, danach sind wir ja gestorben. So. Kriegen wir einen angelockt? Oder kommen dann alle? Jetzt bist du dran. Ja, es kommen alle. Jo, jetzt kommen wirklich alle. Alter. Nein, komm. Das war's für dich, Penner. Alter. Okay. Die müssen wir anders überraschen. Das sind aber auch echt viele. Wie viele waren das jetzt? Habe ich jetzt nicht mitgezählt. Das habe ich jetzt nicht mitgezählt, wie viele das jetzt waren. Aber dann würde ich sagen, wir gehen hier jetzt einmal wieder runter. Wenn ich die Treppe wieder finde. Oh, Heilwurzel. Niemand? Hier ist die Treppe. Da müssen wir uns um die wirklich später kümmern. Da müssen wir wirklich auch mit den Kämpfen besser werden und nochmal eine deutlich bessere Rüstung kriegen. Denn die hier hat jetzt bisher nur kurz vor Waffen 50 und vor Geschossen auch nur 50. So, dann wollen wir mal. Genau, dann müsste eigentlich, wenn wir hier jetzt an denen vorbeigehen und hier jetzt nach rechts abbiegen, müssten wir auch eigentlich an der Brücke da ankommen. Nur von der anderen Seite halt. So, wenn wir hier jetzt geradeaus gehen, speichere ich einmal. Und das müsste dann der andere Weg sein, Richtung Minental. Genau, zum Pass. So, die lassen wir jetzt erstmal kurz in Ruhe. Jetzt bist du dran. Da sind sie vorn. Jo, die kommen alle. Jo, die kommen alle. Hör auf anzuvisieren. Hör auf. Hilf weg. Nein. Er soll aufhören, die anzuvisieren. Hallo, hör auf. Er soll aufhören. Ein Mistvieh weniger. Ah. Der bleibt die ganze Zeit im Visier. Wieso visiert er die weiterhin an? Die Kraft hat nicht. Warum visiert er die andauernd an? Aber genau. Wir wollten Richtung Pass. Da könnten auch noch ein paar Gegner sein. Wieso, wenn man abhauen will, bleibt er immer in Kampfstellung. Und bleibt bei denen immer im Visier. Verstehe ich nicht. Wenn man gehen will, fliehen, guckt er die trotzdem weiterhin an und bleibt auf denen fokussiert. Dabei will ich nur abhauen. Locker. So, Keiler können wir. Die schaffen wir. Komm. Komm.
Nice. Und da sind Duros. Und noch mehr Lurker. Wie viele Lurker sind hier? Da ist noch mehr Duros. Er kommt ja in meine Richtung. Wo läuft er überall hin, der Lurker? Okay, der Lurker macht mir Angst. Das ist ja alles voll mit Lurker. So. Nichts zu plündern. Okay. Alter, der kommt wieder hier rum. Aber jetzt habe ich die Möglichkeit, hier entlang abzuhauen. Gefängniskolonie? Ah, hier. Ich hoffe, die lassen mich in Ruhe. Ist auf der Seite auch. Da sind auch noch welche. Wieso ist hier alles voll mit Lurkern? Und wer ist das denn jetzt? Garn? Ziemlich weitläufig, euer Land hier oben. Ziemlich weitläufig, euer Land hier oben. Ist ganz nett. Aber wenn du durch den Pass da hinten gehst, dann wirst du das nicht mehr denken. Wenn dich dieser kleine Landstrich hier schon beeindruckt, dann wird es das Minental dahinter erst recht. Und wer bist du? Wer bist du? Mein Name ist Garn. Ich bin Jäger und arbeite für Bengar, den Bauern hier auf dem Weidenplateau. Ich bin meistens hier draußen und lass mir die Sonne auf den Bauch scheinen. Mhm. Was muss ich über das Minental wissen? Keine Ahnung. Ich habe nur einmal einen flüchtigen Blick über das Tal geworfen. Sah ziemlich gefährlich aus. Am besten, du entfernst dich nicht allzu weit von den Trampelpfaden, wenn du durch den Pass dort hinten gehst. Entweder du nimmst den Weg durch die große Schlucht oder den Weg über die Steinbrücke. Der ist kürzer und ungefährlicher. Jetzt, da die Orks überall herumstreuen, sollte man sich schon ein wenig vorsehen. Mhm. Ich will dich ja nicht zur Kräuterhexe schleppen müssen. Kräuterhexe? Kräuterhexe? Ihr Name ist Sagitta. Sie ist die Heilerin der Bauern und der anderen Bewohner außerhalb der Hafenstadt. Ein recht seltsames Frauenzimmer. Niemand geht wirklich gerne zu ihr und alle zerreißen sich gerne das Maul über sie. Aber wenn du krank bist, findest du keine bessere Hilfe als Sagitta und ihre Heilkräuterküche. Du findest sie in dem Waldstreifen hinter Sekops Hof. Okay, was macht die Jagd? Das letzte Tier, das ich erlegen konnte, war eine große Ratte. Nicht sehr ermutigend und schlecht fürs Geschäft. Seit ein paar Tagen streift so ein schnaubendes Tier in der Gegend herum. Es tötet nicht nur alles, was sich bewegt. Es stört mich auch bei meiner Arbeit. Okay, wie sieht dieses ungefährliche Tier aus? Ich weiß es nicht genau. Ich habe es bisher nur hauptsächlich schnauben und kratzen hören. Aber ich habe gesehen, was es anrichten kann. Selbst Wölfe sind vor ihm nicht sicher. Einem hat das Biest sogar den Kopf abgebissen. Was würdest du zahlen, wenn ich das Tier für dich erledige? Ich würde demjenigen, der es tötet, alles geben, was ich entbehren kann. 30 Goldstücke. woher kommt das, dieses Mistvieh? Irgendwo aus den Wäldern. Vielleicht auch aus dem Minental. Aber genau weiß ich das nicht. Ich war noch nie im Minental. Mhm. Was kann er eigentlich beibringen über die Jagd? Kannst du mir was über die Jagd beibringen? Kein Problem. Für 100 Goldmünzen könnte ich dir zeigen, wie du die Tiere, die du erlegst, ausweiden kannst. Ah, okay. Felle und andere Tiertrophäen bringen eine Menge Geld auf den Markt. Okay, hier 100 Goldmünzen. Hier, 100 Goldmünzen für dein Wissen, Tiere auszunehmen. Danke. Jetzt kommen wir ins Geschäft. So, was kannst du mir beibringen? Kommt darauf an, was du wissen willst. So, Blutfliegenflügel, Blutfliegenstachel, Klauenhacken, Zähne reißen. Ist aber auch teuer. Ja, aber gut, dann quatschen wir da vorne erst einmal. So, und hier die Pfanne. Die ist mir das Erste, was mir in den Blick fällt.
erstmal alles brutzeln, was wir haben. So. Und dann vorher speichern. Oh, da ist eine Steintafel auf der Kiste. Hier rechts. Die wollen wir mitnehmen. Hallo. So. Bist du sicher, dass du da rein willst? Ich befürchte, du wirst nicht sehr weit kommen. Die Orks stehen auf der anderen Seite. Wenn es einen Weg ins Minental gibt, werde ich ihn finden. Gut, dann geh. Geh mit Innos. Wie ist die Lage? Wie ist die Lage? Alles ruhig. Wir haben die Situation im Griff. Okay, wenn direkt dahinter Orks sind, dann würde ich lieber zusehen, dass ich ein bisschen skille. Ein bisschen mehr in Rüstung und Waffen und Stärke und so weiter investiere. Weil so, glaube ich, könnte es gefährlich werden, da reinzugehen. Alter, die Lurker überall. Obwohl, warte mal, wenn wir jetzt mal speichern. Sind wir denn überhaupt stark genug gegen die? Ich riskiere es mal mit einem. Ja, komm. Okay, rein theoretisch. Komm! Da ist nichts zu. Okay, wir sind stark genug gegen Lurker. Aber auch nur ganz knapp. Das heißt, wir könnten erstmal vielleicht hier auf Lurker gehen. Hier sind mehr als genug. Können wir hier irgendwo pennen bei dem? Bei Benga? So, Doppelbett erstmal schön. Wir können Lurker besiegen. Aber dann gehen wir lieber erst einmal hier unten irgendwo. Genau, da hinten war ja der Weg, die Treppe runter. Das nehmen wir mal mit. Ja, aber wir sind stark genug gegen Lurker. Das heißt, wir können einmal nochmal hier über die komplette Map auf die Jagd gehen. Lurker ausschlachten. Erfahrungspunkte sammeln. Und die dann halt fertig machen und auf Stärke skillen und viel unnötiges Gerede von mir auch noch zusätzlich. So. Aber dann werden wir auch stark genug, durchs Minental vielleicht sogar gegen die Orks anzutreten. So, hier jetzt einmal speichern. So. Jetzt bist du dran. Ihr seid dran. Ja, komm. Hilf die doch. Das war jetzt richtig mies. Die mit ihren 1000 Knüppeln. Nee, warte. Wen von denen kann ich erwischen? Jetzt bist du dran. Jo. Komm, den ersten. Steck die Waffe ein. Ja, renn so schnell wie du kannst. Jetzt kommen die nochmal. Alter, warum? Ja, renn so schnell wie du kannst. Okay. Gut, dann wenn wir hier sind,
einmal kurz was futtern. Oder warte, Zins der Heilung. Ach, so wenig gibt das jetzt mittlerweile. Ich hoffe, der eine Dude liegt da noch, dass wir den looten können. Ich mach dich fertig. Das ist das Falsche, was ich hier. Alter, nein. Ich habe jetzt nicht gespeichert, ne? Ich habe nicht gespeichert. Okay. Aber dann können wir die Lurker hier mal fertig machen. Und dann können wir mal schauen, ob wir da noch Kontrolle auf eine Aufgabe kriegen, dass wir vielleicht doch noch mal eine bessere Rüstung bekommen. Wäre mir schon wichtig. Hier, da haben wir schon den ersten Lurker. Komm. Ja, du. Dich will ich haben. Jo. Alter, wie geil. Nice. Nichts zu holen. Okay. Okay, Lurker. Mach mal fertig. Da ist der nächste. Okay, der ist ein bisschen schwieriger. Komm, komm hier rüber. Komm, komm, komm. Alter. Nice, dann haben wir die jetzt auch noch. Eine Spruchrolle. Hier mit dem Wasser. Ja gut. Dann haben wir jetzt noch eine Spruchrolle geholt und bekommen. Achso, das vielleicht einmal speichern. Und wieder los. Vielleicht hat Trollhoff jetzt eine Aufgabe für uns. Aber ich habe auch irgendwie den Verdacht, hier kommt wieder so ein Verrat, dass es sogar schon angekündigt ist mit Silvio und Bulko. So ähnlich wie Gomez damals im ersten Teil. Ich habe so etwas gar nicht. Wie viel brauchen wir noch? Nicht mehr viel. Warte, wie viel Stängel Sumpfkraut haben wir jetzt? Wo sind wir da? Acht. Ich glaube nicht, dass ich da was sieht, kann ich ihm auch nicht mehr. Der hat keine neue Aufgabe, okay. Schade. Ich wäre mir da nicht so sicher. So, quatsch mal mit Lee. Keine neue. Genau so, wie du sagst. Welche Waffen hast du anzubieten? Nur die besten. Sieh sie dir doch einfach an. Ich weiß langsam nicht mehr, was ich glauben soll. Okay, warte, dann gucken wir mal. Schon vorher klar. Nee, hier. Rassenjägerarmbrust, die würde ich gerne haben wollen, aber auf 150 Stärke braucht die. Ich erzähl dir doch nichts Neues. Schwere Nagelkeule. Ich weiß langsam nicht mehr. 150 Stärke? Wie soll ich denn das mit da eigentlich hinkriegen? Zu mir geht es besser. 150. Drachenbogen. Eichenbogen. Kriegsarmbrust. Jagdbogen. Kurzbogen. Pfeilbolzen. Das ist doch lange bekannt. Ja, gut. Dann hier den dafür haben. Noch eine Skeletts.
Keine Ahnung, warum wir die eingesammelt haben. Hering. Von mir hatte das gibt Lebensenergie, okay, immerhin. Das ist eine schlimme Sache. So. Ach, hier, da, ich da. Kann das nicht glauben. Ne, schwere Wunden heilen. Okay, die behalten wir. Das ist doch lange bekannt. So, das gibt Leben, noch Leben, mehr Leben. Kann ich nicht gebrauchen. Leben, 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 Leben. Mana. Gut, Feuernüsse verkaufen wir. Das hat er wirklich nicht verdient. Sag mir nicht, du hast das nicht gewusst. Ah, hier Bier. Das können wir ja Dingens hier abgeben. Den ich weiß einen, nicht mehr, was ich der da braucht. Okay, aber ist ja nicht mal hier ein Schwert. Den Drachenjägerbogen, den Armbrust, den will ich gerne haben. So wie du sagst. Das war doch schon vorher klar. So. Ich bin ganz deiner Meinung. Das ist kein Geheimnis. Hey. Können wir ihm jetzt? Wegen des Sumpfkrauts. Reichen die 8? Hier hast du ein paar Stängel. So wenig? Das habe ich doch in einem Mal weggeraucht. 8 Stück also auf einmal? Also 10 Stängel müssen es schon sein. Zeig mir deine Ware. Zeig mir deine Ware. Ich habe zurzeit kein Sumpfkraut. Willst du was anderes? Ich könnte dir Sachen erzählen. Das ist wirklich nicht mein Problem. Nee, da will ich nichts. Ich weiß gar nicht, warum er sich so aufregt. So, Bennett? Ich hatte das anders. Wir haben ihn natürlich doch. Wie sieht's mit. Was brauchst du? Der hat wieder 2. Können wir jedes Mal von ihm hier 2 Stück holen, kaufen, wenn er die immer wieder nach hat? Also, vor allem die sind auch schon fertige Güte. Hey! So, was hat er? Ich weiß gar nicht, warum er sich so aufregt. Ich wäre mir da nicht so sicher. Warte mal. Den Degen können wir verkaufen. Das Schwert, das Ding. Sonst haben wir eigentlich nichts mehr. Ja gut, dann würde ich sagen, in der nächsten Folge machen wir uns mal richtig auf Lurkerjagd. Und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus. Und ciao.